Der Schlüssel muss zu der seltsamen Tür unten passen, die auf der Rückseite versteckt war, oder? Tiersohne, das ist es. Wir sind drin. Aber was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Soll ich schießen? Der Baum! Wir sind unterhalb der Weltenreisekammer. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Diese Weltentüren spiegeln die von oben. Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, direkt neben der Jönutheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Wow, wer sind die? Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau, und sieh nur, die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Was bewegt dich? Alles! Außergewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar! Wir machen bitte was?
nicht an. Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Lesen. Sonderbar. Na los, lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Oidü. Ist, was immer es ist, nur durch Kippen des Tempels zu erreichen. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie hier. Hier, Junge. Noch eins. Da steht, er heißt Gideon. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war es. Und noch einiges mehr. Er hatte ziemlich viele Kinder. So etwas. Junge, eine Armee aus Statuen. Die erwachen bestimmt nicht zum Leben, falls euch das Sorgen macht. Tier meinte oft, er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten sterben sind. Netter wieder diese Todesfallen. Sag mal, der Kleine könnte mich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst? Dir macht das Spaß, oder?
alleine könnte mich doch auch eine Weile warten. Damit du das hier verpasst? Oh nein. Dir macht das Spaß, oder? Hier verpasst? Oh nein. Dir macht das Spaß, oder? Die Kette, wir sind da. Es ist Zeit für deinen Eindruck. Lass sie in Frieden. Die meinen offensichtlich nicht uns. Jetzt können wir die Nebelhemden lesen. Und die Weltenrune ist auch hier. Gehen wir hin? Es ist vorbei. Yeah.
Abwechslung ist sehr wichtig. Diesen Teil hasse ich echt. Ich weiß. Bis Götter gut werden. Könnte ein Weilchen dauern.
Nein. Sie warten nur auf uns. Den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Sagen wir doch nicht mehr den Tempel kippen. Es klingt langsam normal. Yeah.
versprochen habe. Aber falls das hier nicht funktioniert, denk dran. Tyr hat guten Grund für diese Hindernisse. Er macht die Jönutheim für Odin unerreichbar. Aber es herrscht kein Frieden. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tyrs Wegen. Aus den Beinen heben! Weiß er. Ich will nur helfen. Falls einmal hohe Gewalt die Antwort sein sollte, bin ich froh, auf deiner Seite zu sein. Und wir sind nicht tot. Ein echtes Plus. Da, links. Von da aus können wir rauf zur Weltenreisekammer klettern. Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tyrs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Du sprichst weise, Atreus. Und das ist gut zu hören. Ha! Da lässt sich der Tempel wohl doch drehen. Seht mal, der Baum steht auf dem Kopf. Oder sind wir das? Bin nicht mehr sicher. Junge, dein Messer. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Thomblas Euter, das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja. Tyr folgt dir immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Auf Tyrs Schrein war also zu sehen, wie er den Ast.